So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Brothers A Tale of Two Sons. Kurze Telefonpause war es jetzt und jetzt würde ich sagen, geht's weiter? Ich weiß noch nicht. Ist hier grundsätzlich kein Sound, oder? Ah ja, okay, wunderbar. Ich weiß nicht, was wir machen müssen, aber wir müssen irgendwas machen. Und zwar das. Gott! Oh, ein Fuß ausreißen. Oh. Was? Ah ja. Ist ein bisschen kompliziert hier. Aber gut. Okay. Ich wäre auch gerne so eine Ball wie er. Hat durchweg Style. Oh Gott. Das ist schon ein bisschen creepy, muss ich sagen. Hier die ganzen Füße auszureißen. Schon sehr heftig. Aber sie wollte uns essen. Sie wollte uns essen. Sie hat es nicht anders verdient. Und. Verdammt. So. Selbstschuld. Ja, und jetzt weint sie natürlich auch noch. Die Alte. Das heißt nur mehr die vorderen zwei Beine. Sadita! Oh mein Gott. Nein, bitte. Nein, bitte nicht. Ist niemand in der Nähe, der ihnen helfen könnte? Oh Gott, das Vieh. Sorry. Der Baum. Maffi, Leita, Mali. Laura, Balila, Etja, Laura, die Laura, Laura, Nahi. Taya, Ilai, Laura, ja. Oh mein Gott.
Ich weiß, man sollte jetzt eigentlich hochlaufen, aber ich will mich hier umgucken. Alter, die Spinnenfrau hat ihn erstochen. Und die Befürchtung, dass er sterben wird, ist immer noch da. Die ist einfach immer noch da. Und ich will nicht, dass er stirbt. Oh mein Gott. Ich meine, wir haben den Troll gerettet. Wir haben den gerettet. Und dann kommt diese... Wir haben auch sie gerettet. Und jetzt weiß ich auch, warum die Typen sie töten wollten. Weil sie böse ist, weil sie eine Spinne ist. Die wussten das. Und er wollte ihr... Er hier, der Junge, wollte ihr nicht vertrauen. Und er hatte recht. Das hat nur Komplikationen gebracht. Muss ich nach oben oder nach unten? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Oh. Okay. Klare Antwort. Das Wasser des Lee. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Und ich glaube auch nicht, dass wir rechtzeitig zum Vater zurückkommen. Nur nicht stressen. Nur kein Stress. Okay. Achso, ich versuche schön damit liegen an Logsig zu laufen. Ups. Ja, wie lustig. Naya! Naya!
Er muss jetzt seinen eigenen Bruder begraben. Er hat mit den bloßen Händen ein Grab geschaufelt. Und er denkt keinen Moment an seinen Vater. Nur daran, dass sein Bruder tot ist. Ich meine... Es breitet sich Gänsehaut auf, ja. Ja. Man sieht halt richtig, dass ihm sein Vater in dem Moment komplett egal war. Sein Bruder war ihm viel wichtiger. Sie sind doch durch dick und dünn gegangen hier, durch diese Geschichte hier jetzt. Na toll. Oh Gott, jetzt muss ich zuschaufeln auch noch. Wundere mich gerade, warum man nicht irgendwas von ihm mitnimmt. Ein Arm, einen von diesen Armreifbändern-Dingern oder irgendwas, was ihm in Erinnerung bleibt. Ja, ist durchaus eine sehr traurige Story. Zuerst die Mutter, dann der Bruder. Und jetzt kommt er heim und der Vater ist auch tot. Hat er wenigstens das Wasser dabei, um seinen Vater zu retten.
Wenn der noch lebt. Jetzt kam der Vogel noch. Jetzt kam noch der Vogel, um mir zu helfen. Leider zu spät. Also. Das passt jetzt nicht ganz, weil zu spät kann man ja nicht, weil... Naja. Wir werden gleich herausfinden, ob er zu spät kam oder nicht. Mein Bruder ist nicht dabei, er hat keine Wahl. Dabei. Du schaffst das, komm. Hallo? Was? Mach jetzt. Ah, beide Sticks drücken. Ja, komm. Du schaffst das. Komm, du schaffst das. Los. Beide Sticks gedrückt halten, das funktioniert. Wunderbar. Komm, du schaffst das. Versuche aber nicht, das aufzutrinken. Du wirst es nicht schaffen. Nein, nein. Muss ich jetzt beide Sticks immer gedrückt halten? Okay, der. Okay, jetzt geht's wieder. Ja. Komm, mit der Kraft deines Bruders. Schaff das. Hallo? Wo bist du hin?
mit dem linken Stick auch was? Nein. Okay, Vater ist gerettet. Witzigerweise können wir nicht mehr rüber. Vater steht beim Bau. Trauert vermutlich seinem Bruder hinterher. Sehr gut verständlich. Vor allem, weil das Grab nicht hier ist. Klar, man kann eins bauen. Moment bitte. Naja, also gut, dass ich keine Facecam drin habe. Also ganz ehrlich, ich dachte mir grundsätzlich, ja, dass ich angefangen habe zu spielen, dachte ich mir, okay, das ja, ist jetzt, ist die Story ist okay, ja, und zwei Kinder machen sich auf, um ihren Vater zu retten, und ich meine, aus, ich weiß, aus Quellen, ja, also ich habe zum Anfang gesagt, ich habe keine Ahnung, was passiert, ich wusste auch nicht wirklich, was passiert, ja, aber es hätte natürlich auch sein können, dass sie beide heimkommen und es gerade nicht schaffen, den Vater zu retten, ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Oder aber beide sterben, ja. Ich wusste, dass irgendwas passiert, weil es gab mal eine Umfrage zu dem, ich weiß nicht, zu dem traurigsten oder zu dem atemberaubendsten oder irgend sowas Videospiel, was weiß ich, ja. Szene in einem Spiel oder so. Und da war auch Brothers Tale of Two Sons dabei, und ich wollte mir eigentlich das Video anschauen, ging aber in der ging in dem Moment aber nicht, weil es geblockt wurde, ja. Und das wäre auch ein Spoiler gewesen, weil im Prinzip musste man sich das alles anschauen, um im Prinzip, wenn man es nicht weiß, also wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann, zu entscheiden, was man da jetzt einfach zu entscheiden, was man da jetzt machen möchte, ja. Also was man abstimmen möchte. Und ich wollte es mir anschauen, um zu schauen, weil ich wollte vielleicht abstimmen, habe aber dann vergessen, und ich bin froh, dass ich mir das nicht angeschaut habe. Ich wusste durchaus durch die Kommentare, dass Brothers Tale of Two Sons traurig ist, sehr traurig ist, ja. Weil naja. Es ist halt so, dass die Mutter stirbt, dann wird der Vater krank, dann machen sich beide auf, dann stirbt noch der Bruder, er muss ihn mit eigenen Händen eigentlich begraben, ein, ich weiß nicht, 8-Jähriger, 12-Jähriger, ich weiß es nicht, sehr schwer einzuschätzen, aber nicht sehr alt.
Vielleicht war er vielleicht, also, vielleicht war der Bruder 16 oder so und er war, ja, keine Ahnung, ja, er war 10 von mir aus. Und ich dachte am Anfang wirklich nicht, dass es mich so wirklich mitreißen würde. Ich meine, die Geschichte war ganz okay, es waren ein paar nette Szenen dabei, das mit dem Trollen waren ganz nett oder auch das mit dem Vogel. Ich meine, dass er jetzt natürlich, dass der eine gestorben ist oder erschöpft, ich weiß es nicht, ja, aber vielleicht ist der eine erschöpft gewesen und hat sich nur ausruhen müssen. Und naja, also ich muss zugeben, es ist wirklich ein sehr trauriges Spiel. Ich habe noch nie so ein trauriges Spiel gesehen, ja, gespielt. Es gibt Momente, wo man definitiv hineingezogen wird, wo man auf jeden Fall auch, ja, wo man auf jeden Fall mitgerissen wird und das war einer. Brothers: A Tale of Two Sons war ein Spiel, es war nicht lange, es waren 3 Stunden jetzt, genau genommen, war die Story. Ich habe das ganze Game, ich glaube bei Good Old Games mal bei einem Sale mitgenommen. Und ganz ehrlich, ich bereue es nicht, das Spiel gekauft zu haben. Es ist wirklich ein sehr, sehr mitreißendes Spiel. Es hat eine sehr, sehr gute Atmosphäre. Es ist, ich meine, ja, es ist schon sehr, sehr alt. Das ist klar. Aber trotz allem ist es, und das Witzige daran ist einfach, ich dachte mir einfach, okay, es hat keine eigene Sprachausgabe. Es ist eine eigene Sprache, die da sprechen. Okay, das ist wie wenn zwei Menschen, die, sag ich jetzt mal, Chinesisch sprechen miteinander, irgendwas wild Romantisches, wo jeder Chinese oder Asiate, wenn er dazuhört, einfach dahin schmelzen würde, vielleicht. Ja, genau so habe ich mir am Anfang das vorgestellt, ist es, ja. Aber ganz ehrlich, man braucht nicht unbedingt immer die Sprache, um zu verstehen, was passiert. Ich konnte dem Spiel ohne Probleme folgen. Ich wusste genau, was die, ich meine, es war jetzt nicht, es war jetzt nicht grundsätzlich schwer aufgebaut. Ja, man kriegt schon mit, was man kriegt schon ohne Probleme mit, ja, was hier zu tun ist, was man machen muss, weil das ist im Prinzip einfach nur ein lineares Spiel, ja. Man kann sich jetzt rumschauen, man kann da jetzt rumschauen oder und das machen, aber man kann jetzt nicht großartig irgendwas machen. Man kann ja, dem einen Typen am Ertrinken, also man kann dem einen Typen helfen, dass er sich nicht erhängt. Aber große Änderungen hat das im Spiel nicht. Das ist einfach nur ein etwas, was man machen kann. Die Frage ist, was wäre passiert, wenn wir es nicht getan hätten? Weil, ja. Nein, ich muss ehrlich zugeben, das Spiel hat mich schon echt mitgerissen und ich meine, wer das Let's Play jetzt schaut, braucht natürlich das Spiel nicht mehr spielen. Ist klar, weil er kennt das jetzt schon. Aber trotzdem war das schon sehr geil. Das Spiel war schon sehr gut und es war auch wirklich eine akzeptable Länge jetzt, 3 Stunden. Das war super für mich. Einfach durchgespielt, zack, fertig. Jetzt kann ich es schneiden, hochladen und alles ist erledigt. Wie gesagt, 3 Stunden, das ist traumhaft, ja. Also für mich, wo ich wenig Zeit habe für Let's Plays und sonst was, ist 3 Stunden super für ein Spiel zum Durchspielen, ne? Ja. Viel gibt es nichts mehr zum Erzählen, also das war's jetzt. Ich kann noch kurz in die Erfolge reinschauen. Ich glaube, die Mitwirkenden brauchen wir uns nicht mehr anschauen. In die Erfolge kann ich nicht reinschauen, das dürfte verpackt oder sonst was sein. Ich glaube, das Spiel war vorher ein Windows Live Game oder so, wie ich immer das geheißen hat. Windows Live, Windows for Life, ich habe keinen Schimmer mehr. Games for Windows Live, so ist das. Ja, komm, die Erfolge braucht doch kein Mensch.
reicht bei dem Spiel, braucht man keine Erfolge. Ja, denn der einzige Erfolg, den man braucht, ist es durchgespielt zu haben. Und ich habe heute irgendwo in den Kommentaren gelesen, auch der Grund, warum ich das Spiel jetzt auch spiele, habe ich in den Kommentaren gelesen, wenn du ein trauriges Spiel spielen willst, dann spiel Brothers The Tale of Two Sons und am besten in einem durch. Versuch gar nicht eine Pause einzulegen, spiel es in einem durch und du bekommst ein trauriges Spiel. Ich meine, ich habe es jetzt nicht im einen durchgespielt, eigentlich schon. Ich habe zwar zweimal eine Pause eingelegt, einmal weil ich schon wollte, ob ein Festplattenspeicher noch vorhanden ist, und einmal habe ich eine Pause eingelegt, weil ich telefonieren musste. War aber alles nur im Rahmen von 10 Minuten maximal. Und ich glaube, das kann man ruhig verschmerzen. Und ja. Das war Tale of Two Sons. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch... Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Ich hoffe, dass ich jetzt natürlich nicht irgendwem großartig gespoilert habe. Ich versuche, die Titel und Thumbnails so zu wählen, dass man nicht direkt daraus schließen kann, was passiert. Ja, hier ist es wie das Anfangsbild. Wir könnten jetzt nochmal neu anfangen. Wir können Kapitel wählen. Wir können weiterspielen. Wir können Kapitel wählen. Weiter ist wahrscheinlich das letzte Kapitel, ja. Ja, das war's mit Brothers The Tale of Two Sons. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei einem anderen Let's Play wieder. Tschüss, bis dann. Baba.